Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir haben in der letzten Folge hier unseren Hühnerstall gebaut. Und ja, wie spät haben wir es eigentlich? 18.36 Uhr, das heißt, wir brauchen heute gar nicht mehr groß was anfangen. Ich könnte mal wegen Werkzeugen gucken. Was können wir denn hier bauen? Achso, da fehlt mir noch das Wissen. Hier können wir aber solche Dinge bauen. Steinaxt. Könnten wir nochmal eine machen. Dass unser Holzfäller immer genug Werkzeug hat. Steinmesser können wir auch noch eins machen. Mehr haben wir, glaube ich, nicht. Genau. Mehr an Material haben wir nicht. So, die Dinge legen wir gerade mal hier rüber. Tudum, tudum, tudum. Steinaxt. Oh, so viele habe ich davon. Legen wir mal drei rein. Und Steinmesser legen wir eins rein. Eins behalte ich. So. Oh. Und Holz. Ach, ist das vom Dach runtergefallen. Sehr schön. Da lag das ja drauf, da kam ich ja nicht dran. Da war da aber noch ein zweites, oder? Hm. Okay, das zweite scheint. Aber da können wir ein bisschen Dings draus bauen. Oh, und ich muss was trinken, sehe ich gerade. So, da können wir hier Schalen draus machen. Dann haben wir nämlich ein bisschen was, was wir verkaufen können. Ach, hier ist das zweite Rundholz. Sehr schön. Haben sie sich ja beide wiedergefunden. Dann haben sie sich ja beide wiedergefunden. So. Ja, dann können wir nochmal wieder Leute anwerben. Ich habe ja jetzt ein Haus mehr. Ich denke nie dran, dass der immer weiter rennt. Wir haben jetzt ein Haus mehr. Ich wasche mich gerade mal. So, und dann gucken wir vielleicht gerade nochmal, ob wir genug Brennholz haben. Das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Da müssen wir auch immer gucken. So, wie sieht's denn aus? Brennholz haben wir noch 17. Dann machen wir noch ein paar. So. Craften wir gerade noch Brennholz. Dass wir da auf jeden Fall genug von haben. Ist auch immer wichtig. Nicht, dass unsere Leute frieren und es denen nicht gefällt und sie dann gehen, ne? Das Wichtigste, sie zu halten. Ich weiß gar nicht, ob unsere Näherin schon irgendwas machen kann. Ich fürchte nicht, weil wir Flachs brauchen. So, und dann machen wir da das Brennholz rein. Sehr gut. Ah, die Federn können wir reinmachen. So, die Schalen behalte ich. Stein, Stock, Stroh kann auch rüber.
Haben wir hier irgendwas? Teller haben wir da noch, okay. Leder und Pelz. Pelzschuhe. Hat das unsere Näherin gemacht? Die behalten wir natürlich. Einfache Tasche, die macht, glaube ich, auch unsere Näherin, ne? Die können wir auch mal mitnehmen und dann verkaufen. Hoppala, den Hammer wollte ich nicht. So. Haben wir schon wieder ein paar Dinge, die wir morgen verkaufen können. Dann gehen wir jetzt aber erstmal... Achso, die Fallen... Wurde mir gesagt, ist besser, wenn ich die behalte, weil darüber sammle ich noch Jagdpunkte. Was durchaus Sinn macht. Ich jag ja nicht mehr groß. Vogelfallen, Stein fehlt uns. Den würde ich gerade noch geschwind suchen. Mach mal Licht. Steini, Steini, Steini. Stock. Wie sieht's denn aus mit Stein? Einer wird hier doch noch sein. Ein Steinchen wird hier doch wohl noch irgendwo sein. Johanniskraut. Können wir ja wieder verkaufen. Für zu sehr wenig Geld, aber wir können es verkaufen. Und wenig Geld ist auch Geld. Da ist ein Stein. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt noch die Falle hinkriegen. So, weil darüber können wir, wie gesagt, halt noch jagen oder Jagdpunkte kriegen. Was ja auch nicht zu verachten ist, ne? Fleisch haben wir eine ganze Menge. Eine sehr ganze Menge sogar. Nehmen wir mal noch ein paar Zwiebeln mit. Fleisch können wir noch ein bisschen mitnehmen. Fleisch haben wir zwei. Dann können wir noch ein bisschen Essen kochen. So. Oh, Schatzi pennt schon. Haben wir schon so spät? Tatsächlich, dann gehen wir auch pennen. Dann machen wir das am nächsten Tag. So. Und guten Morgen, mein Schatz. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Ja. So. Das Wetter ist eh mies. Da können wir gleich mal ein bisschen Fleisch brutzeln hier drin, ne?
und gucken, dass wir nachher noch was rausgehen. Und wegen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau. Gucken, dass wir unser Material verkauft kriegen, dass wir noch das Geld wieder haben, ne? So viel gebratenes Fleisch habe ich dabei. Holla. So. Dann können wir noch was kochen. Genau, Fleisch mit Soße. Ach, es scheitert immer wieder in den Tellern und so, ne? Stimmt. Teller brauchen wir noch mehr. Eindeutig mehr Teller. So, ich kann doch gleich mal was essen. So, dann können wir noch einen essen. Wunderbar, haben wir da was drin? Feldstiefel, Pelzhaube, Federn, die kann ich natürlich... Hier haben wir Teller drin. Warum? Den kann ich nicht nehmen. Noch ein Stein und Stroh. So. Dann kann ich ja auch noch ein bisschen was kochen, ne? Ja, ich wollte mehr kochen. Entschuldigung. Irgendwann lerne ich es auch, dass ich da noch R drücken muss vorher. So. Sehr gut. Den Pelz können wir dann wegpacken. Den brauchen wir nicht. Den kann ich hochbringen. Und so, hatte ich eigentlich was zu essen hier drin? Machen wir ein bisschen Essen da rein, dass unser Schatzi auch was hat. Ich weiß nicht, ob die sich aus der Dings holen würde. Im Brennholz haben wir hier auch gar keines drin, ne? So, schönes Wetter haben wir heute definitiv nicht. Das gebratene Fleisch behalte ich mal. So, warum habe ich eigentlich keine Kohlsuppe machen können? Ich habe doch Schalen dabei. Ich weiß es nicht. So, die kommen rüber. Der kommt rüber. Und das kommt rüber. Stöcke haben wir genug. Sehr gut. Vielleicht kann ich gerade noch mal zwei Rundhölzer mitnehmen, dass wir da
oder drei, dass wir noch ein paar Schalen machen kann. So. So wollte ich es eigentlich. Weidekorb könnte ich noch machen. Machen wir. Können wir nämlich auch verkaufen, dann kriegen wir auch wieder Geld für. Und das ist ja kein Fehler, ne? Das ist ja kein Fehler. So, dann gehen wir mal auf Wanderschaft. Und gucken mal, dass wir unser Zeugs vertickt kriegen. Dass wir das verkauft kriegen. Da sind keine Bären dran. Was trinken muss ich gleich noch? Ja, ich glaube, damals war das nicht so gut, wenn man so unbedingt bei dem nassen Wetter durch die Gegend gelaufen ist. Wenn man sich da eine Lungenentzündung oder irgendwas geholt hat. Nicht gut. Außer man hat halt entsprechende Kleidung, die das Ganze natürlich ja, die einen vor Regen geschützt hat. Was trinken könnte ich noch, ne? Fällt mir da gerade so ein, aber wenn wir hier schon sind, nehmen wir auch noch Stein mit. Hallo? Sehr gut. Steine sammeln ist nie ein Fehler. Auch weil ich ja wieder Messer machen muss. Messer brauchen wir auch noch. Und ich muss Rezepte lernen, ne? Dass ich Eisenwaren herstellen kann. Da war kein weiterer Stein, okay. So, beim Dorf sind wir. Und dann kann ich hier nämlich auch gleich noch ein neues Mädel für unser Dorf einstellen. Milena, Inga, Ida. Ida ist die Händlerin. Hallo Ida. Zeig mir nochmal bitte deine Waren. So, was hast denn du? Ei, Feder, Tierfutter. Das muss ich erstmal verkaufen, ne? So, den können wir auch verkaufen. Was hatte ich noch? Ach, das Johanniskraut. Können wir verkaufen. Ich hatte doch die Taschen, genau. 14 kriegen wir dafür. Okay. So, damit haben wir alles verkauft und 191 Geld. Tierfutter kriegen wir natürlich nicht ganz viel für 191 Geld. Hm.
Eigentlich genau drei, ne? Das ist nicht viel. Vier. Stimmt, vier sind's. Nehmen wir trotzdem mal mit. So. Oh, hier haben wir noch Johanniskraut. Nehmen wir mit. Ist gar keine hier, die ich anwerben kann. Okay. Ich dachte, hier wäre einmal eine. Also müssen wir vielleicht nach Branica. Das kann auch sein. Und dann können wir auch gleich nochmal wegen dem Dude gucken, ne? Der ist ja dann einen Ort weiter. Ne, Branica, da sind die Mädels, und in Branica ist der Typ. So ein bisschen die Augen offen halten. Wegen den Wiesens, denen ich nicht zwingend über den Weg laufen will. Oh, und wie ich sehe, ist die Zeit schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann gucken, ob wir die Leute angeworben kriegen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.